One Password ist ganz einfach einzurichten. Du wählst ohne Konto verwenden, dann neuen Tresor erstellen. Hier wirst du aufgefordert, ein Masterpasswort einzugeben. Da kannst du noch einen Hinweis machen. Und dann kannst du weitergehen. Die automatische Sperrung kannst du im Moment noch lassen und auch Sperren beim Beenden würde ich im Moment noch nicht ändern. Je nachdem kann es sinnvoll sein, dass man das noch verschärft. Dann geht es weiter. Hier kannst du die iCloud-Synchronisation aktivieren. Das heißt, dass die Passwörter alle in der iCloud gespeichert werden und zwar verschlüsselt. Das ist praktisch, wenn du dann von einem anderen Gerät ebenfalls auf diese Passwörter zugreifen möchtest. Los geht's und bereits bist du drin und hier kannst du über Bearbeiten ein erstes Login eingeben, beziehungsweise einfacher ist es, wenn du auf einer Webseite ein Passwort neu einrichten möchtest, dass du dann gleich auch OnePassword aufrufst dazu. Und wenn du jetzt auf einer Webseite ein Passwort eingeben musst, so kannst du das künftig direkt über das Teilen-Symbol machen. Im Moment ist OnePassword hier noch nicht drin. Über Mehr kannst du das aktivieren. Und jetzt hast du dieses Symbol hier. Mit deinem Masterpasswort kannst du es öffnen. Und du siehst, im Moment hat es für Google noch kein Passwort, deshalb legen wir ein neues an. Und zwar für Google. Hier der Benutzername und das entsprechende Passwort. Und du siehst, man kommt problemlos rein. Das nächste Mal, ich melde mich jetzt nochmals ab, melde mich wieder an. Und kann hier nun wiederum auf mein Passwort zugreifen und es direkt ausfüllen lassen. Du siehst, das ist eine praktische Lösung, weil du in Zukunft eben nur noch genau ein Passwort brauchst, nämlich das, um den Tresor von OnePassword zu öffnen. Mit der Zeit wirst du hier ganz viele Logins haben. Du siehst, in diesem Beispiel habe ich nur zwei. Wenn ich jetzt da mal Dropbox wähle, so kannst du auch nachträglich das Passwort einfach nachschlagen mit einblenden. Das ist jetzt natürlich nicht das richtige Passwort. Und du könntest auch direkt mit einem Tipp auf diese Webadresse direkt aus OnePassword heraus die entsprechende Seite aufrufen. Und das Passwort wird dir gleich eingegeben. Daneben kannst du auch andere geheime Notizen unterbringen oder Kreditkartenangaben vielleicht später mal. Hier unter geheime Notizen habe ich nun die Nummer des Fahrradschlosses eingegeben. Auch hier natürlich nicht die richtige Nummer. Und falls du später mal an den Einstellungen von OnePassword etwas ändern möchtest, so ist es wie immer beim Zahnradsymbol.